So, willkommen zurück zu Top oder Flop und heute sind drei Nintendo Games dran, die ich mir durch das Random Prinzip herausgepickt habe. Oh, und das erste hat schon mal eine relativ coole Musik zum Anfang. Drop Zone Copyright Bell Kmoffs Dingens Presents A Game from Eurocom. Wer auch immer Eurocom ist. Archer McLean's Drop Zone. Was für ein langer Titel. Get ready. Prepare to defend Io. Okay, es gibt keine Options. Okay, was ist das für ein Gimp? Gut, was können wir machen? Können wir ihn schießen mit so LL? Nein. Da passiert gar nichts. Boah. Was ist das denn für ein Spiel? Gut, ja, was müssen wir machen? Ja, da wubbelt so ein komisches Ding rum. Zerstört uns und ja, keine Ahnung. Müssen wir dem ausweichen vielleicht? Ich glaube, wir müssen dem ausweichen. Es gab wohl mal, habe ich gelesen, Originalversion von dem Game. Das hier ist eine überarbeitete Version. Und dass das Game wohl trotz der Überarbeitung immer noch relativ, ja, nicht besonders gut ist. Und ja, ich schätze, wir müssen diese komischen Dingern ausweichen. Oder was müssen wir machen? Ja, und Pause hört schon mal auf. Der Sound, das ist gut. Aber es wird gar nichts erklärt. Es wird gar nichts erklärt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich diesen grünen Wubbeldingen ausweichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, die Grünen dürfen wir auch nicht berühren. Was dürfen wir überhaupt hier machen? Ja, wir können irgendwie die Farbe ändern. Beziehungsweise, ja, wir können unsere Farbe ändern. Ach, wir können auch schießen, gut. Okay, wenn wir so schießen, sind wir offenbar so außerhalb des Radius, aber die Sprachausgabe ist nicht schlecht, aber ich verstehe das Game nicht. Ich verstehe das Game absolut nicht. Ist das so was wie Moon Patrol, dass wir irgendwie ich muss aber gerade sagen, da hat Moon Patrol mir wesentlich mehr Spaß gemacht als dieses Spiel. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen, also es ist. Ja, danke, Game Over. Mit dem nächsten Try werde ich das Spiel bewerten. Lizenz bei Nintendo. Es gibt kein Passwortsystem. Was ich sehr schade finde. Ja, wir drücken Start, get ready und schon geht's los. Gut. Ich muss sagen, das macht nicht wirklich großen Spaß. Ja, jetzt macht er ein grünes Signal. Genau zu sein macht das irgendwie gar keinen Spaß, denn. Tja. Ein Treffer und man ist sofort im Eimer. Und muss so komische Dinge abschießen. Und ich muss sagen, da hat mir, weil ich noch machen muss, Radius 2. Sogar bis 3, würde ich sagen. Wesentlich besser gefallen als diese gequirlte Kacke hier. Hoffentlich sind die anderen Games besser als das. Das Einzige, was ich mir loben kann, ist, dass bei Start der Sound aufhört. Der Rest ist hier wirklich nicht gerade sehenswert.
wie ihr seht. Ne, ist nicht gerade ein schönes Spiel. Macht doch nicht viel Spaß. Es ist, hat schon einen komischen Namen gehabt. War schon skeptisch. Macht, wir können so komische Dinge aus einsammeln. So komische blaue Minen oder so. Das war es aber schon. Hat an Spielspaß nicht sehr viel zu bieten. Es ist zwar grafisch schön gemacht, aber ja, das ist hier gerade leider auch schon alles. Und vor allem, was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Gut, und ich muss sagen, ich habe auch nicht mehr viel Bock, das weiterzuzocken. Deswegen würde ich sagen, drücken wir auf Start und gehen zum nächsten Game über. So, da haben wir Demon's Crest von Capcom. Und was von Capcom ist, ist meistens gut. Bis awesome. Gut. Hoffen wir und hoffe ich vor allem, dass dies auch mit diesem Game so bleibt. Demon's Crest. Es ist so etwas ähnliches, habe ich gelesen, wie Super Ghosts and Ghouls. Und das ist ein verdammt schweres Spiel. Und ich bin gespannt. Boah, das sieht schon mal ziemlich awesome aus. Was Capcom da in dem Titel einblendet. Sieht ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Dracula. Und da brennt es sich ein Demon's Crest. Ich bin gespannt, was das ist. Okay, es gibt Continue, das ist cool. Gehen wir auf Start. Hammermäßig. Fällt mir da gleich ein. Kleinen Moment, da drüben geht gerade mein Sound an, was ich gerade mal schalten. Ja, hammermäßig. Warum ist gerade drüben der Sound angegangen? Ich weiß gerade nicht. Oh, guckt euch das an. Capcom weiß definitiv, wie man gute Gegner herstellt. Traumhaft. Können wir noch was? Können wir noch was machen? Gut, was ist das für ein Attack? Ah, oh, sieht das Hammer aus. Das ist gute SNES-Grafik, Leute. Das ist definitiv gute SNES-Grafik. Guckt euch das an. Ah. Oh. Und vor allem stimmungsvolle Musik, das finde ich auch sehr, sehr geil. Und da ist der Vieh wieder. Ist natürlich noch recht einfach, weil es der erste Gegner ist. Aber so, das Game sieht verdammt geil aus. Das erinnert mich jetzt sehr stark an Castlevania. So, das ist jetzt bestimmt das eigentliche Level. Ja, es zeigt tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit mit Super Ghosts and Ghouls. Das beginnt nämlich ähnlich auf so einer Art Friedhof oder so. Oh, die Musik ist so awesome, so wunderschön. Die Grafik ist so hammermäßig. Boah, hammergeil.
Das ist gerade wieder mal ein Paradebeispiel für ein gutes SNES-Game. Einfach nur der Hammer. Erinnert mich gerade ein bisschen an diese orangen Typen aus Mega Man. Und an die komischen Hammerbrüder bei Mario. Sehr schön gemachtes Game. Eine wahre Augenweide. Ah, ist das schön. Ein weiterer Boss, glaube ich, oder? Sieht so aus, ja. Boah, ist das cool. Hammermäßig. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Hammermäßig. So, ich werde den Level noch zu Ende spielen, weil das gerade so ein hammermäßig wunderschönes Spiel ist. Und der Typ erinnert mich gerade an die Storm Eagle von Mega Man X. Ach, es hat ein schönes Spiel. Und vor allem eine richtig schöne Steuerung hat das Game. So richtig schön cremig. Das gefällt mir. Capcom, wieder mal gute Arbeit. Und das hat das Vieh auch geschafft. Okay, da kann man schon den Sack kaputt machen. Und da ist der nächste Orb. Und ich würde sagen, damit war es auch von diesem Game. Gut, dass bei Start die Musik leiser wird, ist auch ein guter Punkt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Game über. Awesome Game! Demon's Crest. So, und wir kommen zum letzten SNES-Game heute, und zwar Time Tracks. Ein Game von Malibu Games. Malibu Interactive. Malibu Dingenscrew. So, Time Tracks. Mal schauen, was das für ein schönes Spiel ist. Auch hier wieder relativ gute Musik. Gefällt mir. Game Options, was haben wir da schönes alles? Timestill, Jump, Fire, Dienstkirchen, Difficulty kann man so einstellen. Lassen wir auch nochmal, weil wir testen das Ding ja nur sowieso nur. So, starten wir mal das Spiel. Time Tracks. Ich bin gespannt. Schöne SNES-Grafik. Und ein Hammer-Soundtrack. Dann habe ich gerade so ein Secret of Mana-Soundtrack. Da war nicht auch so awesome. Spawn and claim by the spare of parents, you must base and declare good man. Ach, man kann's vorspulen, das ist nett. Labal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 ab
Die Steuerung ist auch recht in Ordnung. Geht der Laser irgendwann aus? Ich glaube nicht, nein. Okay, Münzen, die irgendwie an. Okay, man kann die Scheinbar nicht, kann man Scheinbar ausweichen. Und kriegt dann wahrscheinlich Schaden, wenn man berührt wird. Wir haben auch hier wieder ein relativ gutes Game. Auch die Musik gefällt mir sehr, sehr abwechslungsreich. Die Levels sind gut gemacht. Man ist ein bisschen unter Druck, weil man verfolgt wird von den Wachen. Wow! Okay, es war knapp. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber hey, das ist ein gutes Game, muss man sagen. Okay, die Enemies kann man killen. Man kann anscheinend nur so einen Kick machen, habe ich gerade gesehen. Wie schaut's mit Continues aus? Ich sehe nämlich keine Livebar, obwohl doch, ich sehe da oben so ein Herz mit zwei. Mit einer 2 drin. Hat bestimmt was zu bedeuten. Okay, die Spinne ist kein Gegner, das kann ein bisschen irritieren, aber macht doch mehr. Okay, das war eine fiese Falle mit der Energie. X, was kann das heißen? Ach, er kann sich festhalten und dann scheint zu hochklettern. Cool. Soll ich da jetzt hinkommen? Ach so, da unten. Gut, ich muss sagen, hier, man kann es ein bisschen schlecht sehen, was Stacheln und was Boden ist, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das fiel eher ins Level-Design. Stört mich aber jetzt nicht so wirklich. Was mich gerade mal interessieren würde. Okay, man spawnt an Ort und Stelle, das ist schön. Nicht schön ist gerade, dass ich aus dem Takt gekommen bin bei dem Ganzen. Jetzt frage ich mich gerade, ein Treffer und man ist tot oder? Quatsch. Hat man Continues, hat man keine Continues? Das frage ich mich gerade. Das wäre nämlich schön zu wissen. Gut, fassen wir zusammen. Die Musik ist recht gut. Die Steuerung gefällt mir auch ganz gut. Sehr schöne SNES-Grafik. Sehr gute Animation. Gut, das konnte ich jetzt nicht voraussehen, dass das Ding da steht. Achso, wenn wir noch springen. Gut. Die Münzen nennen mich ein klein bisschen nach Mario. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Na, mal schauen. Vielleicht schaffen wir ein Level noch. Ah, wenn er mal raus hat, wie die Dinger funktionieren, ist das kein Problem. Oh, cool. Es gibt so einen Lichteffekt. Das gibt dem Game auch wieder einen Pluspunkt. Okay. Wo fangen wir jetzt an? Okay, das Game fängt anscheinend wieder von neuem an. Das heißt, man hat. Ich schätze mal. Ah, man scheint 3 Leben zu haben und kein Continue. Das gibt's. Keine Continues, muss ich sagen. Gefällt mir nicht wirklich. Ansonsten ist das ein sehr schönes Game mit gutem Soundtrack, gutem Leveldesign, guter Steuerung. Aber das hier, was fehlt, ist Continues. Definitiv Continues. Oder zumindest Passwortsystem.
Das finde ich gerade sehr, sehr schade. Ansonsten wäre es ein richtig gutes Game geworden. Und aber drei Leben für das gesamte Spiel ist definitiv, finde ich, zu wenig. Obwohl man kann es machen. Wie zum Beispiel Games bei Super Mario Bros. Für NES. Da ist es halt mehr Challenge, aber gut, hier sollten die Zeiten des ja, No Continue System so langsam vorbei sein. Ich meine, ich habe nichts wirklich gegen. Ich finde es nur schade. Challenge ist schön, aber gar kein Continue, finde ich, ist schon eher weniger Challenge, sondern eher störend. Gut, okay. Das war's für diese Folge von Top oder Flop. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich werde mal sehen, was ich mir denn für Spiele für das nächste Mal heraussuche. Ja, da kann man bloß noch sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.